Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch besser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Leben, ich habe Anstand und Respekt. Ich bin zu jedem Menschen freundlich. Ich bin... und Respekt. Salam alaikum. Lass dir schmecken. Ich liebe seine Aggression. Ich habe alle verarscht, okay? Ich habe alle verarscht, alle. Aber echt heftig, Mann. Ich wollte den Leuten nur zeigen, wie neidisch und wie hasserfüllt die sind. Ja, Mann. Aber ich habe das 3 Monate. Der Coach sagt noch wie so ein Hurensohn. Ja, Mann. Der hasserfüllteste Hurensohn, ich seine Freundin. Du sagst so, ja, Mann. Hat durchgezogen und alle haben mich auf Hass. Die Leute gehen mit dem Hass mit. Ja, die gehen mit dem Hass mit. guck mal alle in den Spiegel. Das ist die Wahrheit der Menschheit. Ich fand das gut, aber ich dachte mir, okay, was passiert am Ende so? Als ich das mit den Restaurants gehört habe, dachte ich, okay, perfekt. Jetzt zieht er durch. Oder alle dachten, ich ziehe von irgendwelchen Leuten Geld ab und ich werde im Knast landen und dies und das. Ja. Ich habe mir ein Haus in Deutschland finanziert. Vor der Tür steht ein 6er BMW, bar bezahlt für 40.000 Euro. Mir geht es gut. Ich habe zu Hause genug Geld. Ich lebe mein Leben und ihr habt nichts. Und ihr seid nur am Schreiben. Und das ist euer Fehler. Guckt nicht auf die anderen Nasen. Guckt auf eure eigene Nase. Aber das ist ja alles, Bruder, das war... Ja, mehr braucht man da auch, glaube ich, nicht zu gucken. Ich will den Schmatzen so gar nicht hören. Also jetzt nicht Hamid, sondern den Coach. Nur mal so Chatverläufe von dem gesehen. Wie er den im Islam beleidigt und alles mögliche. Ja, der ist ein Audios und Bruder, es sind noch ganz schlimme andere Sachen, Bruder. Ist ganz, ganz schlimm. Also, so, sorry. Also, Coach Frankie ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist der letzte Dreck, den es hier auf der Erde gibt. Also es gibt keinen schlimmeren Ding, glaube ich. Ich glaube, wenn ich den live sehen würde, ich würde Pickel kriegen im Gesicht, weil er so ein ekliger Sohn ist. Ich frage mich, die Alte, die der da am ist, dass die nicht schon Schuppenflechte im Gesicht gekriegt hat von dem. Aber du magst ihn ja echt gar nicht, ne? Ne, Bruder, ich... Doch. Ja, Bruder, das ist der letzte... Bruder, ich sag dir ehrlich. Aber warum? Warum mögt ihr euch nicht? Ich kenne ihn gar nicht, weil er Lügen und Gerüchte verbreitet und dabei ist er selber ein Hurensohn. Bruder, das ist der letzte Dreck einfach. So, okay, wir haben jetzt gesehen, der Gründer der Foundation hat gesagt, er hat uns alle geprankt. Was sagt ihr? War das ein Prank oder ging das Ganze einfach nach hinten los und er sagt jetzt einfach, komm, ich habe euch geprankt? Bruder, was für Prank? Küsst dein Herz. Jetzt, Walla, wenn das jetzt objektiv, hat, ohne dass wir Hamid beleidigen. Keiner beleidigt Hamid, einfach wirklich. War das ein Prank oder war das kein Prank? Fadi, war das ein Prank oder nicht? Offiziell. Fadi sagt, wer glaubt, dass das ein Prank ist, ist nur... Also ich sag euch ehrlich, Pranks sehen anders aus. Ich glaube einfach, guck mal, ich sag euch so, komm, ich will jetzt auch nicht so grob sein zu Hamid. Ich glaube, Hamid Khan wurde selber verarscht von irgendeinem Typ, der gesagt hat, ey, ich hab eine Firma, du bist bekannt, du holst die Leute ran, wir machen so auf diese Prozentualbasis, du sagst, das ist deine Firma, Khan Foundation, und wenn Geld reinkommt, kann ich arbeiten. Weil ich will mein Geld nicht investieren, weil vielleicht klappt das nicht. Ich habe keinen Bock, mein Minus zu machen. So mit meinem Geld, lass das Paraminus machen von den Leuten. Und wenn Minus ist, können wir sagen, Khalas hat nicht geklappt. Auf eigene Gefahr, so Kleingedruckte. Hamid war natürlich, er denkt sich so, Hamid dachte sich wahrscheinlich, okay, komm, vielleicht kann man machen. Er hat ja auch 2 Top-Influencer an der Hand gehabt. Sich selbst und Marius. Der nicht davon wusste. Marius wusste zum Beispiel von dem Zeitpunkt gar nichts davon. Okay. Aber der Hamid Khan wollte was machen. Ist ja auch okay. Ich hätte das Hamid Khan ja auch gegönnt. Mach dein Ding. Du hast Frau und Kinder, inshallah. Kannst du dich um die sorgen und alles gut. Und als das aber Ganze nach hinten losging und der Typ vielleicht auch den Hamid Khan in den Stich gelassen hat, hat Hamid Khan gesagt, scheiße, was mache ich jetzt? Hier stehe ich wie der letzte Depp da. Ich sage einfach, das war ein Prank. Voilà, aber ist gut.
Was natürlich keiner glaubt. Also, guter Schachzug. Das ist die großzügige Art und Weise zu denken von mir in seine Richtung vielleicht. Ja, ehrlich ist, dass er der letzte Rotz war. Also die ganze Scheiße mit der Foundation und Geld, haben die ja leider nicht um die Ecke gedacht. So, okay, wir gucken weiter rein, liebe Freunde. Hamid Khan wurde gepackt. Wurde angeblich angegriffen. Wo ich ja einige Nachrichten gekriegt habe, ey, was geht da, hast du den gehauen oder so, weil ihr habt ja Streit. Hä, von was reden die da? Er war live und dann haben ihn Leute gepackt. Bei seinem Live. Irgendwo auf dem Parkplatz in seinem Auto, wo er auch nicht auf dem Fahrersitz sitzt, sondern auf dem Beifahrersitz, komischerweise. So wie ich das jetzt von dem Winkel her jetzt sehe. Wir gucken da mal rein. Hey, die ist hier, Jungs, die ist hier. Guck mal. Hey. Er selber hat das gar nicht kommen sehen. Ey, der ist hier. Jani, die Leute haben mit allen Autos in Frankfurt geguckt. Ey, der ist hier. Im Auto. Warte, guck mal. Blick, warte, Alter. Komm, Leute, alle zusammen. Hey, Jungs, hey, das ist hier. Hör, da bist du! Hey, stellt euch vor, du bist an der Tankstelle. Da kommt jemand mit Maske rein. Hände hoch, gib mir das Geld! Hä, wer bist du? Der fragt, wer bist du? Lander, bin ich einer auf Fresse, und frag dich, wer du bist. Ey, wartet. Wir müssen mal jetzt die Hintergrundstimmen hören. Wir analysieren das jetzt ganz nochmal. Wir achten auf den ersten Blick von ihm. Wartet. Komm, Leute, alle zusammen. Hey, den seh, Jungs, den seh. Hey, Jungs. Achte. Hey, Jungs, er ist hier. Halten wir fest. Hey, Jungs, er ist hier. Tamam? Hey! Hey, wie bist du? Ich hör's nicht aus. Ich kenn's nicht. Ich hab einen Handschlag gehört, Scheiße. Was angeblich eine Backpfeife sein soll. Scheiße. Guck mal, er sagt, hey Jungs, er ist hier. Ich höre nur eine Stimme. Wir gucken nochmal, warte. Hey! Wie bist du? Achtet mal. Die Backpfeife kommt, nachdem er sagt, komm raus. Ey, ich sag noch gar nicht raus, wie kann die Backpfeife schon fliegen? Versteh ich nicht. Achte mal. Komm raus, hey, wie bist du? Wie bist du? Komm raus, komm raus, komm raus, komm. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Backstreifen? Kackstreifen? Was? Komm, wer bist du? Wieder. Scheiße, Alter, Bruder. Warum rennt ihr weg, Kumpel? Warum rennt ihr? Warum rennt ihr weg? Ich will doch gegen euch kämpfen. Warum rennt ihr weg auf einmal? Ich habe keine Schritte gehört. Ich habe keinen beim Wegrennen mehr gehört. Es gibt auch nur zwei Stimmen. Das wo waren denn die andere. Jungs? Wo ist mein Handy, Mann? Wo ist mein Handy jetzt? Wo ist mein Handy jetzt? Ja, Huschamut, aka Patpadarzin, ala Kusama, daret. Ja, Huschamut, aka Kusama, daret. Patpadarzin, ala Kusama, net. Na, net. So geil. Was heißt das? Muss auseinander. So, ja, Huschamut. So, ja, okay. Aber weißt du, was das Geilste an diesen Videos ist? Die Kommentare. Aber ey, guck mal, Freunde. Das ist doch inszeniert, oder? Also ich sag euch ehrlich. Da wurde das schauspielerische Talent entdeckt, so quasi. Also, das ist doch 100% nicht real. Also, wir, guck mal, lass mal versuchen, ohne dazwischen zu... Nur versuchen, richtig das zu analysieren jetzt nochmal. Guck mal, achtet mal jetzt. Zusammen. Hey, den seh, Jungs, den seh. Komm mal. Hey! 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 Komm raus! Hey! Wie bist du? Wie bist du? Hey! Komm raus! Dieser Blick, Bruder, ey, ich hab versucht, das jetzt flüssig einmal durchzuhalten, aber ich muss stoppen. Komm raus!
Ja, nee. Ich küsse dein Herz. Komm, wer bist du? Nee, mach mal, wieder beleidigt. Komm her, warum rennt die weg? Komm her. Hey. Komm zurück! So, dann wird jetzt gewartet, ohne, man hört keinen Atem, man hört nichts mehr. Und dann, wenn er das Handy nimmt, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy, Mann? Wo ist mein Handy jetzt? Mein Handy ist weg, Mann. Diese Fixer. Fixer, aber mit F. Ja, das ist ein Heroinspritzer, Jani. Okay, war auf der Fahrerseite wahrscheinlich dann. Ich finde, ich nehme euch auseinander. Ja? Okay, Arusha, auf Mehrzahl auf Arabisch versucht. Ist das die Motas, die Mehrzahl? Das ist die Plural-Version. Plural-Version? Aber ist das richtig? Mehrere, also nicht nur einer. Genau. Ihr Schamutas. Aber ist das dann auf Arabisch wirklich die Mehrzahl? Mit S? Nein, eigentlich der Ja. Also, die Mehrzahl wäre dann ihr Schamutas. Nicht Schamutas. Da ist man so sprachlos, gell? Ist, also, da fehlen einem die Worte. Eigentlich wollte er bei Bollywood filmen. Khan passt schon rein. Also ich muss sagen, das war wirklich eine Glanzleistung an Fake. Das war niemals ein Angriff. Ich bezweifle sogar, dass da Leute waren. Also ich bezweifle sogar, dass da Freunde waren. Er hat das selber alles gemacht. Komm raus aus dem Auto! Wer bist du? Komm raus aus dem Auto! Wer bist du? Nein! Komm zurück, ihr Schamutas! Das ist aber ein Talent. Er hat das alles ganz als ein Mann hingekriegt. Zwei Stimmen verstellen. Achtet mal, er hat auch so gesehen, mal gegen Scheibe wahrscheinlich geschlagen, als sie den so packen. Alle zusammen. Hey, die Jungs, die Obwohl, okay, hier redet ja einer. Oder das war Bauchstimme. Kennen Sie diese Puppe reden, so dieses Bauchredner. Ja. So, okay, seien wir fair. Ein Freund war da. Einer war da. Hören wir uns das nochmal komplett von Anfang bis Ende an. Bitte alle achtet zusammen. Hey, die ist hier, Jungs, die ist hier. Komm mal. Hey! Hey! Komm raus. Hey! Wie bist du? Wie bist du? Komm raus. Da lacht doch einer. Komm. Wer bist du? Nee, mach mal. Wieder beleidigt. Ey, warte mal, Freunde. Ich weiß nicht. Ey, welches Wort wird da gesagt? Standstreifen? Backstreifen? Backpfeifen? Welches Wort wird da gesagt? Bitte hört mal hin. Wieder beleidigt. Warte. Komm raus! Komm raus! Komm! Wer bist du? Nee, mach mal! Wieder beleidigt! Wer bist du? Backstreifen! Oder meinte er Kackstreifen? Oder? Hör mal genau zu, Hamid sagt komm raus. Ja, Hamid sagt selber komm raus. Ey, was? Welches Wort suchen wir hier? Warte! Hey! Ja, komm raus! Hey! Wie bist du? Wie bist du? Komm raus! Komm raus, ihr Maniak! Komm raus und dann... Da! Vor dieses Bilal oder so. Was wird da gesagt? Welches Wort ist das? Komm raus! Komm raus! Wer bist du? Wer bist du? Weißt du, was geil ist? Der sagt zum einen, wer bist du, der andere, wer bist du? Die schreien sich beide gegenseitig, wer bist du? Welches Wort wird hier gesucht? Das hört sich an wie Waschstreifen oder Backstreifen. Oder Witz, bin ich behindert? Oder hört ich höre das, nicht? Ne, Bruder, ich verstehe gar nichts. Da ist ein Wort. Wer bist du? Backstreifen. hör mal rein. Da kommt ein so ein Wort. Mach mal was. Komm raus. Hey, wie bist du? Wie bist du? Komm raus. Komm raus. Komm. Wer bist du? Nee, mach mal. Wieder beleidigt. Also, Backstreifen. Backstreifen? Backstreifen, verstehe ich. Wer bist du? Backstreifen. Backstreifen. Welcher Kanake hat den Spitznamen Backstreifen? Ey, ich kenn's nicht. Mohammed aus Frankfurt. Welcher? Backstreifen. Backstreifen. Der hat immer so Zementstein dabei. Backstreifen. Kurz und knackig. Ich glaube,
dass die ganze Aktion misslungen ist. Kann sein, dass das zu den Genre Entertainment zählen kann, wenn Hamid Khan sagt, ey, das war ein Fake, das war ein Prank, Spaß, bitte, mein Live. Bisschen höher geht es ja auch okay, aber Hatuna sagt aber irgendwie traurig, einfach überfallen zu werden. Ja, Bruder, einfach überfallen wird keiner. Die Leute, die überfallen werden und aufs Maul kriegen, sind Leute, die große Fresse haben. Ne? Oder wird jetzt jeder irgendwie ausgeraubt oder angegriffen? Ne? Passiert ja auch nicht. Es ist trotzdem schade, ist klar, Gewalt ist eh kacke. Ne? Aber das ist ja ganz klar keine echte Gewalt gewesen. Es war einfach ein Prank von dem oder einfach so inszenierte Scheiße. Friends, wir haben 9:30 Uhr.